Dobry den. Ich hoffe, das war halbwegs richtig. Und zwar aus dem wunderschönen Tschechien, aus Most. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Paddock Geflüster Superbike WM. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal mit der Kamera in Most waren. Deswegen für uns auch Jungfernfahrt hier. Wir sind gespannt, für euch wieder ein paar tolle Stimmen aus dem Fahrerlager der deutschsprachigen Szene, der deutschsprachigen Fahrer. Und ja, jetzt gleich Supersport 300. Wir sitzen hier gegenüber der Start-Ziellinie. Lennox und Dirk sind die Daumen gedrückt. Ja, seid gespannt, es wird bestimmt lustig. Das Wetter tschechisch, man weiß nicht, was kommt. Es kann alles passieren gerade. Ja, seid gespannt, wir sind genauso gespannt. Folgt uns rein, ich freue mich. Danke, Leute. Peace. Also, ich jetzt wir da, den neuen Star in der WM, ey. Leute, ich habe gar nicht beobachtet, wir sind gerade so gut gekommen. Ja? Wie lief's? 16. in der Super Bowl. Gut, oder? Zufrieden? Schon, ja. Nein, ja, ich bin genau die gleiche Zeit, also ein Zehntel langsamer wie mit der Yamaha bei der WM. Ja. Aber ja, das ist ganz in Ordnung. Ja. Unterschied? Hast du einen ungefähren Unterschied? Das ist unbeschreibbar, das ist ja. Tag und Nacht, das ist ganz was anderes. Hast du den Kleinen im Griff? Ja. Ja, echt? Ja, er hat ein paar Probleme gehabt im Qualifying. Aber ich habe halt einfach einen perfekten Zug gehabt. Ich bin mit dem hinter De Rosa, Verdoya, denke ich, war noch vor mir. Da bin ich einfach noch und habe alles gegeben, was ich kann. Sau geil. Und jetzt Punkte sammeln. Ist schon das Ziel, oder? Nee. Ja, Zielankunft in der WM werden wir das erste Ziel und dann lassen wir uns überraschen. Hey Junge, alles Gute, die Daumen sind gedrückt. Dankeschön, ja? Dankeschön. Peace. Und da haben wir noch das Maxchen dazu. Ja. Ihr wisst ja, eine Tradition darf nicht fehlen, deswegen machen wir die genau hier in Most. Hier wird sich markiert und zwar genau hier. Ich würde mich freuen, wenn wir das bei euch in der Story sehen. Direkt hier hinterm, wo sind wir denn hier, zwischen BMW und MV-Truck. Lennox hat einfach das Ding gewonnen, wie geil ist das denn? Wir gucken mal, ob wir ihn noch erwischen können gleich, wahrscheinlich ist er schon besoffen. Der Kleine. Ja, saugeil. Hier ist echt viel los. Es ist ein bisschen schwierig als Zuschauer mit Schauen. Es ist echt so richtig geile Ecken gibt es nicht zum Gucken. Naja, die Hälfte spricht Tschechisch, die andere Hälfte spricht Deutsch hier von den Leuten. Beziehungsweise Sächsisch, kann man sagen. Ja, also wir gehen mal zu den kleinen 300er Jungs. Du bist drauf. Das hat nämlich gerade nicht geklappt, jetzt nochmal auf Kamera. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Fadi. Und herzlichen Glückwunsch, Rest von der Familie. Yeah. Komm mal rum hier. Sau geil, ich komm mal kurz rum und. Ja. Nur wenn er nicht nackig ist, der kleine Scheißer. Er hat die Hosen an, ganz rein. Das ist gut. Geh rein, einfach. Ist er schon nackig? Nee. Junge, Alter. Geil, Alter. So, Leute, schön hochhalten gegen das Doppelkinn, hat Stefan mir gesagt. Das war's auch schon wieder mit Tag 1. Sonnenbrand gab es wirklich noch inklusive, trotz dieser komischen Wetterverhältnisse. Abgefahrene Rennen, Andi, wir haben vor der Kamera kurz gehabt, geil, Punkte gesammelt im Wildcard-Einsatz. Lennox ja sowieso unfassbar beeindruckend, richtig geil. Ich hoffe, dass Dirk auch morgen noch nachlegen kann, gerade für die WM. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich gleich auch mal den Gradinger Thomas vor die Kamera kriege, vielleicht auch morgen. Marcel machen wir extra nicht, denn Marcel kommt bei uns im klassischen Interviewformat. Das nehmen wir heute Abend in seinem Motorhome. Freue ich mich richtig drauf. Also seid gespannt. Wann das Video kommt, weiß ich nicht genau. Erstmal kommt dieser Vlog hier. Also wenn ihr gerade dabei seid und noch dran seid, dann jetzt abonnieren das Ding. Ne? Sonst gibt's Ärger. Tschüss. Zu klein, ich bin zu klein für das Ding. Niki, machst du das auch ordentlich? Ja, alles im Griff. Alles im Griff.
Ja. Bist du zufrieden mit deinem Fahrer? Ja? Die richtige Entscheidung getroffen. Moin. Alles am Stück. Alles an einem Stück. Letztes Mal warst du vor allem zufrieden, ne? Ja, im Urlaub war gut. Hat mich sehr gut gefreut. Ja, stark. Ja, ihr habt aber keine Langeweile, wie ich sehe. Ne? Es wird nie langweilig. Dass du so das Wissen hast. Ist das hier alles geheim, was ich hier filme? Was du da machst? Ich hab so eine Gabel. Stark. Nächstes Mal bitte das Ding ein bisschen kleiner machen, für die Kleinwüchsigen. Ne? Guck mal, da haben wir schon mal noch einen deutschsprachigen, unseren Gaststarter. Servus. Servus, hi. Thomas Gradinger, grüß dich. Hi. Servus. Wie geht's? Ja, den Umständen entsprechend passt schon. Ja, okay. Bist du quasi zurück auf alter Wirkungsstätte hier in der WM und mit einem kleinen Gaststart. Ist der einzige für dieses Jahr bei dir geplant bisher? Schauen wir mal natürlich, wenn wir weiterhin so Leistungen abrufen, schauen. Im Endeffekt, mich freut es, dass wir da sind. Wir haben 2021 haben wir da mit dem EDA Racing Team angefangen in der IDM und das ist umso cooler, dass wir dann da jetzt wieder zurück sind in der WM. Man hört schon ein bisschen raus, du bist nicht ganz zufrieden mit heute, ne? Mit dem Ergebnis. Nein, absolut nicht. Also das ist einmal komplett unterm Wert verkauft. Ja, also richtig. Ich meine, wir wissen auch, wo IDM Supersport das Niveau ist, das Level ist, da gehört und du auch vorne mitfährst, um Siege kämpfst, da bist du eigentlich theoretisch auch weiter vorne natürlich, ne? Genau, ich sage mal realistisch, wenn du in der IDM vorne mitfährst, dann kannst du zwischen 10 und 15 fahren. Das muss man ganz klar sagen und wir haben irgendwie unerklärliche Probleme. Ja. Das liegt auch an mir, das muss ich ganz ehrlich sagen und auch am Motorrad. Aber was genau ist, wissen wir nicht. Also ich bin auch noch ungefähr eine Sekunde von meiner IDM-Zeit entfernt, obwohl ich mich dort auch nicht wohl gefühlt habe. Ja. Von dem her, keine Ahnung. Weil du hast ja auch in der WM schon gezeigt, dass es anders geht, ne? Weiter vorne genau, geht. Genau, ne? Natürlich, es war auch noch nicht Zeit, das muss man auch sagen. Aber trotzdem, wenn man bei ein paar Strecken nur immer die Rundenzeiten vergleicht, wäre ich da teilweise auch noch zumindest unter die Top 10 dabei. Und von dem her, und ich weiß, dass ich Motorrad fahren kann. Das wissen alle. Und klar, das meine, ist natürlich nicht du das. Du hast aber auch schon einen Leidensweg hinter dir, ne, muss man auch sagen. Schon ziemlich viel auf die Fresse bekommen. Ja, so, ne? Sicher spielt das auf jeden Fall auch noch mit. Also ich kann jetzt nicht mehr, ich mache es zwar ab und zu noch, aber ich kann jetzt nicht mehr so das Motorrad überfahren, wenn es jetzt nicht so funktioniert. Ja. Für das habe ich schon zu viel auf die Fresse gekriegt und mir schon zu viel wehgetan und das brauche ich nicht mehr. Naja, morgen neue Chance. Auf ich jeden hoffe, Fall. Dass alles heil bleibt, dass ihr es technisch umsetzen könnt. Genau. Und viel Erfolg, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Danke, danke schön. Tschüssi, Junge. Ciao. Also, Leute, haut rein, der Thomas. Servus. Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, der kleine Einblick ins WM-Fahrerlager hat euch gefallen, ein paar tolle Stimmen gesammelt. Wir haben heute am Sonntag noch wirklich coole Rennen gesehen. War brutal, auch was Marcel vor allem abgeliefert hat, war phänomenal. Ja, Mischkonditionen. Ihr habt es wahrscheinlich am Stream gesehen. Auch da, die Leute fragen immer, warum wir wenig vom Rennverlauf zeigen und so. Erstens, wir sind Fans, wir wollen gucken von der Seite, aus der Box, wo auch immer. Und mit einer GoPro, mit einer kleinen Kamera, guckt euch den Stream an, guckt euch das im Fernsehen an, das geht einfach geiler. Wir sammeln für euch ein paar Stimmen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir bleiben nämlich noch hier, wir fahren noch zwei Tage im Kreis, selbst im Kreis. Wir haben ja jetzt gesehen, wie es läuft. Vielleicht können wir Topraks Zeit nochmal angreifen. In dem Sinne, folgt uns rein. Dankeschön. Peace.